Es ist mal wieder soweit. Wir haben ein Part-Out gestartet. Hier seht ihr schon ziemlich viel von den einzelnen Sachen. Und zwar haben wir dreimal das Set Queer Eye, The Fab Five Loft. Hier seht ihr das einmal mit diesen coolen Minifiguren da drin. Da ich das noch nicht geguckt habe, kenne ich sie nicht. Aber das Set an sich sieht ziemlich cool aus. Und das haben wir hier einmal auf dem Tisch stehen. Und dazu noch mehrfach das Seinfeld-Set. Ist ja auch ein Lego Ideas-Set gewesen. Hier seht ihr einmal die Minifiguren in der Übersicht. Hat auch 1326 Teile gehabt. Also hier kommt schon echt gut Masse jetzt nochmal zusammen. Die tue ich mal runter. Ja, und wir machen mal ein bisschen anderes Konzept. Diesmal nach Farben. Das heißt, wir fangen jetzt hier mit den Grauen erstmal an. Die stehen hier und sortieren das alles erstmal weg. Und die neuen Sachen kommen in neue Schubladen rein. Und dann haben wir hier unten noch mehrere Magazine stehen. Die sind alle auch noch voll, aber jeweils nach Farben. Das heißt, die können wir uns so nach und nach auf den Tisch holen und das dann abarbeiten. Mal schauen, wie das klappt. Ich werde berichten. Die erste Farbe haben wir vom Tisch. Hat ganz gut geklappt. Jetzt können wir uns hier gleich das nächste Magazin hochholen. Und hier ist jetzt zum Beispiel Schwarz einmal komplett drin. Und das wieder verteilen. Aber da wir keine leeren Schubladen mehr haben, müssen wir erst hier die letzte Reihe weiterführen. Das heißt, hier wird jetzt weiter durchgelabelt, damit wir das auch noch irgendwie alles in die Wand bekommen. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir Kästen belabelt haben. Und an alle, die neu dazugekommen sind, wir haben das so gemacht. Wir haben uns hier auf Stickerbögen einfach einmal die Nummer des Kastens und dann den passenden Barcode dazu ausgedruckt, dass man das halt auch direkt hier mit unserem handlichen Scanner scannen kann. Ja, und dann werden die einfach nur draufgeklebt und das war's schon. Und sofort ist das Ganze zuortbar und man kann es einscannen, man kann es verwalten und im System halt einfach nutzen. Ja, das ist eine ziemlich coole Sache. Wer da mehr drüber wissen will, hatte ich auf jeden Fall schon ein, zweimal in alten Vlogs. Müsste einfach mal die Titel durchgehen. Da ist dann auch ein bisschen mehr erklärt, wie wir das gemacht haben am Computer und wie das dann ausgedruckt wird und so weiter. So, die Kästen werden bestickert. Wir sind bei 165 angekommen. Das heißt, eine Reihe hat bei uns 165 Schubladen. Und ich wollte euch mal noch eine Sache zeigen. Das hier ist ein relativ neues Kleinteile-Magazin aus Aldi oder Lidl. Und die sind jetzt hinten abgerundet. Und die, die wir bisher hatten, sind hinten eckig. Das könnt ihr hier gut im Vergleich sehen. Da einmal rund, einmal eckig. Das Runde sieht ja ganz nett aus und lässt sich auch gut fassen. Aber wisst ihr, was das große Problem ist? Wenn man irgendwas mit 8er Länge hat, bekommt man die bei dem Runden hinten, wo das jetzt ein eckiges hier ist, dummes Beispiel, irgendwo, na egal, aber ihr könnt euch das vorstellen. Also hier, wenn ich jetzt hier so ein, oder hier, ja, hier den nimmt, dann kriegt man den hier hinten nicht mehr reingelegt, weil der an den Ecken anstößt. Und in unseren bisherigen Schubladen ist es so, dass man hinten auch die Achter in der Länge schön reinsortieren kann und dann doch tatsächlich mehr reinbekommt. Also weiß ich nicht, ob immer alle Erneuerungen, die so passieren, immer gut sind, aber ist uns auf jeden Fall aufgefallen. Das heißt, die Runden werden wir jetzt mal nicht mit aufnehmen in unser System. Genau. Wisst ihr Bescheid? Aldi und Lidl haben die Chargen umgestellt. Damit hätten wir tatsächlich das Set vom Tisch. Hier habe ich jetzt noch ein paar Anleitungen. Die werde ich jetzt noch hinten ins Regal räumen. Ansonsten haben wir hier unsere Brickstore-Datei. Hier seht ihr nochmal so einige der Figuren. Die haben teilweise echt sehr, sehr coole Frisuren, finde ich. Sehr coole Haarteile mit dabei. Ja, und das waren jetzt tatsächlich, hier oben seht ihr das, 8437 Teile. Das ist auch echt ordentlich. Und die haben wir natürlich hochgeladen und somit kommen wir jetzt direkt am ersten Tag schon auf 247.502 Items. Super cool. Und was natürlich noch sehr krass ist, wir haben die 14.000 Lots überschritten. Das ist auch sehr, sehr cool. Dann habe ich hier noch die Sticker reingepackt. Also nicht nur die, auch noch andere. Hier in unsere super coole Sticker-Aufbewahrung. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann gebe ich euch einen Tipp. Geht doch einfach mal
auf unseren YouTube-Kanal, wo ihr wahrscheinlich jetzt gerade schon seid. Dann geht ihr hier auf Playlists und öffnet euch die Vlogs-Playlist. Und wenn ihr dann runterscrollt auf den Vlog Nummer 46, habe ich natürlich gerade vorbereitet. Ne, schon mal falsch. 45 ist es. Vlog Nummer 45. Lego-Sticker organisieren. Da geht es komplett darum, wie wir das aufgebaut haben, wie das funktioniert und wo ihr da was herbekommt. Schaut euch den gerne mal an. Die Anleitungen sind schön verstaut und ich finde, es ist schon sehr, sehr cool, wenn man jetzt von hier der Seite auf diese Rückwand guckt. Ja, wenn einfach jede Schublade drin ist und jede Schublade gefüllt ist und nichts leer ist. Ja, da oben fehlt ein Kasten, der steht hier auf dem Tisch. Aber ansonsten, das ist sehr, sehr cool und zufriedenstellend, finde ich. Wenn man weiß, es ist nichts abverkauft und alles ist wieder voll für mit Lego und ready, wieder an den Start zu gehen. Seit dem großen Part-Out sind nun ein paar Tage vergangen und es geht weiter mit gebrauchtem Lego. Hier habe ich zum Beispiel eine Menge Brick Rounds vorsortiert. Die müssen jetzt nur noch nach Farbe gelistet werden und hier auch noch ein paar Tiles oder Tile Round ist es eher und ein paar bedruckte Tile Rounds. Da kümmern wir uns aber gleich drum, denn das Coole ist ja, dass wir zu zweit sind, dass Joschka in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen weitergemacht hat. Hier sind zum Beispiel noch ein paar Reste von den Wedge Plates, die werden noch wegsortiert und ihr erinnert euch vielleicht vom letzten Vlog an diese Jumper. Plate Modified mit Jumper quasi. Oder Jumper Plates, wie man sie auch immer nennt. Da hatte ich also überhaupt keinen Bock, die zu sortieren. Der Josh hat es tatsächlich gemacht. Hier ist die Datei. Ja, stell mal scharf. Kann man ein bisschen runterscrollen noch. Alle drin. Und da haben wir 712 Teile wieder in 48 Lots. Das Krasse an den Dingern ist, weswegen das Sortieren auch so keinen Spaß macht, das hier sieht ja aus wie dreimal Dark Bluish Grey Jumper. Aber es gibt da diverse Unterschiede. Und zwar gibt es die einmal mit Groove und ohne Groove. Ich muss die Kamera mal stiller halten hier, sonst dreht ihr noch durch. Das heißt, wenn man die jetzt hier umdreht, die beiden, dann sieht man, bei dem rechten ist hier diese kleine Kante zu sehen, die hat der linke nicht. Das heißt, das eine ist mit Groove, so nennt sich das, und das andere ist without Groove, also ohne Kante. Und da muss man tatsächlich im Bricklink unterscheiden, weil die gibt es halt einmal mit und einmal ohne. Und das Witzige ist bei denen, die dritte Variante hat sogar noch einen Studholder. Also hat hier in der Mitte so, seht ihr ja, ist unterschiedlich von unten drunter. Das heißt, es gibt am Ende drei verschiedene Varianten von diesen einen Plate Modified. Und das muss man erstmal sortieren. Also man muss erstmal die und die sortieren und dann die nochmal nehmen und wieder gucken, mit oder ohne Groove. Und dann in allen Farben. Ja, das war echt eine aufwendige Geschichte. Deswegen sind hier auch die Farben, ups, einmal scharf stellen, die Farben halt mehrmals drin. Genau, mehrmals drin gelistet in der Datei. Und auch eine kleine Erweiterung. Es gibt sogar tatsächlich noch eine vierte Version. Das wäre diese hier. Die hat dann innen in diesem einen Ding noch ein offenes Loch. Aber das wird von Lego nicht mehr unterschieden. Da zählt einfach nur hier, hat Groove, ja, nein. Und dann ist das schon fertig. Also da muss man jetzt nicht noch gucken, offenes Loch oder nicht offenes Loch. Ich gehe mal davon aus, weil es in der Funktion einfach dasselbe ist. Deswegen hat Lego da keine Unterscheidung mehr gemacht. Aber der Vollständigkeit halber gibt es für diese Jumper Plate vier verschiedene Stücke. Und von oben sind die alle gleich. Die ganzen Cut Plates muss man ja immer nach links und rechts sortieren. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Habe sie mir immer auf die entsprechende Seite gelegt und durchgezählt, dann gelistet. Bei den ganzen Brick Rounds habe ich es so gemacht, dass ich mir die Zählwaage da zur Hilfe oder zur Rate zu nutzen gemacht habe und entsprechend immer die Becher draufgestellt und dann sagt ihr mir, wie viel wir da haben und dann alles entsprechend beisortiert. Jetzt ist der Tisch, wie ihr hier seht, wunderbar leer. Hier ist meine Brickstore-Datei. Ja, wieder nicht ganz so viele Lots, knapp 100, aber eine Menge Teile drin.
Und wenn wir hier oben gucken, sind wir bei 949 Teilen in 104 Lots. Und dann wechseln wir mal gerade rüber in den Shop. Habe ich nämlich gerade hochgeladen. Und jetzt sind wir bei 249.000 Teile. Das heißt, fehlen noch ein bisschen unter 900. Dann haben wir die 250 wieder erreicht. Da wir noch ein paar Part-Outs vor uns haben und so, bin ich mir relativ sicher, dass das sehr zeitnah passieren wird. Richtig cool. Der nächste und einer der letzten Part-Outs steht tatsächlich hier wieder auf dem Tisch. Diesmal wieder nach Farben. Also hier haben wir Dark Red alles vorsortiert. Das müssen wir jetzt durchgehen. Hier weiß und dann haben wir in einigen Kisten noch die anderen Farben, beziehungsweise schwarz, dark und light bluish gray ist schon wegsortiert worden. Und zwar haben wir nochmal Reste, die wir im Regal hatten, ausgepartet. Da hätten wir fünfmal Ahsokas Shuttle mit den vier Minifiguren, die tatsächlich richtig cool sind, ist jetzt hier mit dabei. Dann haben wir dazu gepackt viermal den Nissan von den Speed Champions. Und viermal noch Obi-Wans Starfighter, den hatten wir auch noch hinten liegen. Genau, und die gehen wir jetzt Farbe für Farbe durch, sortieren die weg, scannen fehlende Sachen noch ein. Und ja, dann sind die Sachen auch im Shop. Das sind knapp 5.500 Teile. Hier seht ihr die Sticker von den drei Sets. Einmal hier die von dem Auto, die ganzen Sachen. Dann hier von, das ist glaube ich Obi-Wans Flieger und Ahsokas Shuttle, die einzelnen Sticker. Und hier sind schon die ganzen Minifiguren. Da ist einmal drin, einmal hier unten die ganzen Star Wars Figuren. Dann hier, ah ne, das ist auch Star Wars. Hier ist Obi-Wan, der Droide. Hier ist die, genau, wie heißt die nochmal? Shaunti? Shaunti. Town Wee, nicht Shaunti, Town Wee. Genau, die ist auch mit am Start. Und hier ist dann auch, mal scharf stellen, Brian O'Connor aus dem Speed Champions Set von Too Fast, Too Furious. Und, boah, das ist immer so laut mit dem Stuhl. Hier seht ihr dann nochmal die Liste oder die Brickstore-Datei. Einmal hier der Nissan Skyline mit Brian O'Connor. Dann haben wir hier Ahsoka Tano's Shuttle mit Professor Hu Yang, Ahsoka Marok, dem Inquisitor und natürlich auch Sabine mit dabei und den Starfighter dann mit entsprechend Obi-Wan, dem Astromech und Town Wee, nicht Shaunwu, Shaunti. Ja, ist auch eine sehr, sehr coole Minifigur. Genau, und hier sind dann die ganzen Farben, hier zum Beispiel Dark Red oder auch hier unten dann Weiß, was wir halt jetzt noch wegsortieren müssen. Und das werden wir jetzt mal machen. Der Tisch ist wieder weitestgehend frei. Joschka hat die ganzen Teile aus den Sets alle einsortiert und gelistet und hochgeladen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen weitergemacht mit ein paar Brick Rounds und einigen Dishes. Hier zum Beispiel auch solche Wikinger-Schilde waren dabei, also bedruckte Dishes, die wir auch jetzt schon hochgeladen haben. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und dann schauen wir jetzt zum Ende des Videos nochmal auf die Zahlen. Und zwar hatten wir am Ende des letzten Videos 239.065 Steine in 13.867 Lots. Und jetzt haben wir sage und schreibe 256.153 Steine in 14.299 Lots. Das ist schon echt eine sehr krasse Zahl. Und wir nähern uns dem All-Time-Höchstrekord. Ich bin sehr gespannt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und eure Unterstützung. Macht's gut, lasst gern ein Abo und ein Like da. Und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.